Herzlich willkommen zum Gemüsepfannen-Podcast und zum zweiten Teil dieser 37-Grad-Reportage, wie schlimm es ist, schwarz zu sein in Deutschland. Und damit, hallo Tomate. Hallo Artischocke, hallo junges Gemüse. Genau, wir schauen weiterhin die Farbe meiner Haut. Die ersten 14 Minuten haben wir schon geschaut. Im letzten Teil schaut es euch gerne an. Es wurde viel geheult und es wurde bisher nicht ein einziges Beispiel gebracht, warum Deutschland böse rassistisch ist. Es ging immer nur um persönliche Erfahrungen, wo mal irgendeiner was Böses gesagt hat über dich. Ich glaube, Also, weil du halt schwarz bist. der Und das ist beste Punkt war halt, bis jetzt, Heder war ja. besoffen und hat gesagt, du gehörst nicht daher oder so, ne? Genau. Yay. Und ja, und das ist halt für mich alles so niedrigschwellig, dass ich das nicht ernst nehmen kann, weil was ist denn, wenn jetzt, ich meine, mit genau demselben Hintersinn könnte jetzt auch eine dicke Person ankommen und sagen, ja, Deutschland ist übelst fettphob, fettenfeindlich, wisst ihr, weil oftmals sagen die Leute, ich bin zu fett oder es kommt halt eben, was weiß ich, eine Person mit nur vier Fingern an, ja, ich kriege immer miese Sprüche gedrückt oder eine Person, die zu klein ist oder zu groß, ja, die tun mich immer als Riesen bezeichnen. Das ist halt alles, ich meine, nicht jeder ist nett zu dir und lebt damit, aber mach keine scheiß Doku drüber. Ja, es ist ja nicht so, als könntest du gar nicht existieren in der Gesellschaft. Also, es Ja. ist. Ah, es geht schon los. Okay, Gut, weiter wo waren wir geht's. stehen geblieben? Ach ja, bei der Familie hier, Ach so, genau, wir genau. waren bei der Familie hier rechts. Das ist eine 40-jährige Psychotherapeutin namens Jessica. Hat nigerianische Wurzeln und die hat jetzt hier mit dem Mann links im Bild Kinder. Ja, Oder eins süddeutsche zumindest. Wurzeln, das wurde sehr betont, genau. Er hat süddeutsche Wurzeln, genau. Und er wird uns jetzt erzählen, was er für bösen Rassismus erfahren hat in ihrer Gegenwart. Auch schwer finde das. Das kriege ich auch bei Jessica mit, dass man als schwarze Person dann tendenziell der ist, der sich erklären muss, der sich rechtfertigen muss, der Kompromissbereitschaft zeigen muss im Umgang mit den Weißen. Und tatsächlich sehe ich aber, dass es umgekehrt der Fall ist. Das ist eben die Mehrheit. Mit den Weißen, okay. Also es gibt jetzt doch Rassen auf einmal. Alles klar. Interessant, Schön, interessant. schön. Sehe ich aber, dass es umgekehrt der Fall ist. Dass es eben die Mehrheit der Gesellschaft ist, die eben als Opfer nicht betroffen ist, die sich um kümmern muss, die Verhältnisse verändern. Wir als Mehrheit der Gesellschaft müssen uns darum kümmern, dass sich irgendwelche Verhältnisse verändern. Nein, müssen wir nicht. Einen Scheiß müssen wir. Wir müssen uns nicht jeder kleinen Minderheitengruppe anpassen. Das Ja, sehe ich einfach nicht wir so. können das machen, wenn wir Bock haben, Ja, aber wir wollen wir aber müssen nicht. nicht. Es ist Gut kein ist. Naturgesetz. Genau, wir müssen das nicht. Ja, und da könnt ihr noch so viele Heuclips fahren. Wir müssen das nicht, wir wollen das nicht, gut ist. Ende aus. Cedric lebt mit seiner Frau Jenny und Sohn Elian in Berlin-Mitte. Die beiden haben sich im Studium kennengelernt. Jenny ist selbstständige Arbeitsvermittlerin. Beide verdienen sie sehr gut. Doch Rassismus bedeutet eine große Einschränkung in ihrem Leben. Sie haben bei Reisen in Deutschland immer wieder schlechte Erfahrungen gemacht. Warte, jetzt kommt das. Ich habe in Brandenburg Deutschland Flaggen gesehen. Und Ja. ich fühlte mich nicht willkommen. Ich war mal in der Disco in Gorbitz oder irgendein Scheiß. Deswegen, also bei uns ist halt sehr schwierig mit Sächsische Schweiz, ne? Da Rassismus vor steht allen Dingen. gerade keine Schwarzen willkommen. Pass auf, das Richtig, steht da im richtig. Also, Klappentext. genau. Du machst extrem krasse rassistische Erfahrungen bei der Reisebuchung. Okay, warte so. Was kommt jetzt als Beispiel für ein Heulbeispiel? Deswegen, also bei uns ist halt sehr schwierig mit Kurztrips, vor allem in der unmittelbaren Umgebung. Es gibt halt sehr schöne, ne? Sachsen soll sehr schön sein, Dresden Also, soll sehr schön wir sein. können jetzt nicht irgendwie mal. Ja, ist auch. Komm her, Junge. Was? Warte mal, warte mal, warte mal. Willst du sagen, du kannst nicht nach Dresden kommen? Ja, am Also. Schlagbaum wird dieses Family Guy Meme ausgepackt mit der Farbskala und dann heißt es, nee, sie müssen umdrehen. Damit das gehen würde, müsste es überhaupt Grenzkontrollen geben. Die gibt es ja nicht mal an unserer Ja, Außengrenze zu und den gar nicht in Preußen Deutschland. machen wir schon Kontrollen noch, ja? Also, Ja, bestimmt, ja. Ey, so also das ist doch ein lächerlich. Ernstfallbeispiel. Du könntest nach Dresden kommen. Vor allem Dresden, geh mal Dresden-Neustadt oder so. Da bist du ja als Deutscher bald in der Minderheit auf bestimmten Straßen. Also Ja. du hast hier überhaupt keine Probleme. Mal übers Wochenende kurz an die Ostsee fahren oder so. Oder in Brandenburg an den schönen See schwimmen. Ne, das ist für uns natürlich, das fällt alles weg. Es gibt sehr schöne. Das fällt alles weg. Sag doch mal, warum das wegfällt. Ich glaub dir das nicht. Das ist einfach nur Schwachsinn. Gerade, also wirklich Dresden, ich wohne hier. Hier sind so viele Schwarze und Muslime und überhaupt. Also Oh! die Wahrscheinlichkeit ist ja höher, dass ihr mit euren, ich sage es mal, Gucci Prada Klamotten abgezogen werden würdet von
eurer eigenen Klientel oder von irgendwelchen Muslims da. Ah, Gott, oh Gott. Und in Brandenburg, wo niemand ist. Ja, genau. Mensch. Ja. Wow. Okay, warte, ich mach nochmal weiter. Das fällt alles weg. Es gibt sehr schöne Seen, wo wir auch gerne hingehen wollen würden, aber da hat man dann einfach Angst, dass es dann irgendwie zu Streitigkeiten kommt oder unangenehmen Situationen. Also wenn wir sicher gehen wollen, dass man da jetzt keine blöden Blicke bekommt, dann ist eigentlich die Auswahl bei uns hauptsächlich in Deutschland, zumindest in großen Städten oder Ausland. Ich dachte, er sagt es in der heimischen Badewanne. Da kann ich schwimmen. Auch interessanter Freundeskreis, nur Schwarz. Ja, sehr divers. Sehr divers. Ja, vielleicht bringe ich da nochmal die Anekdote Frankreich. Das war ja so die Reise, durch die ich rechts geworden bin. Mhm. Und zwar war das so, Frankreich war ja extrem divers. Also ich bin da 2014 gewesen, zu Erasmus, zu so einem Austauschjahr oder ein halbes Jahr. Und du hast extrem viele Schwarze und Araber gehabt. Und ich war viel auf WG-Partys natürlich als Student, logisch. Und das Krasse war, wie separiert die dann trotzdem waren nach Hautfarbe, weißt du, weil halt also auf diesen WG-Partys waren gleich halt, gesellt sich gern, möchte man meinen, ne? Das ist es letztlich, gleich und gleich gesellt sich gern. Also wäre das fast nun mal so ein Naturgesetz im Menschen. Von wegen, Vielfalt ist unsere Stärke und wir fassen uns alle an Händen, das ist nun mal leider so im Menschen nicht gegeben. Das Krasseste war übrigens immer an der Uni, mir kam das immer vor wie in so einem Gefängnisfilm. Da standen halt auf dem Hof, da standen die Schwarzen, dort standen die Araber, dort die Weißen. Also, und dann wurde das Schenkszeug ausgepackt. Nee, und da hat jetzt niemand dafür gesorgt, dass das so muss. Also ich meine, die haben alle freundlich miteinander gesprochen, aber man hat sich halt so untereinander gruppiert, weißt du? Mhm. Einfach, ich meine, gleich und gleich gesellt sich gern, ja, wie du sagst. Am Abend hat Cedric seine Geschwister eingeladen. Ach, Geschwister. Er hätte seine Eltern gerne dabei gehabt, doch die Mutter ist gestorben. Der Vater lebt in Kamerun. Ich muss es nochmal hervorheben, was die hier für einen Loft haben anscheinend. Ja, die sind schon gut betucht. Also schon die Terrasse ist größer als manch eine Wohnung, ne? Ja. Es ist wirklich rassistisches Deutschland. Ich habe euch zusammen versammelt, weil ich gerne mal wissen wollte, um das Thema Rassismus tatsächlich bei uns nie thematisiert und ich würde gerne mal wissen, wieso das eigentlich so war. Dass wir und jetzt ist hier eine Fernsehkamera zufällig da und da wollte ich mal so ein bisschen abholen. Ja. Für das Thema. Also legt los, Leute. Ich habe euch vorher instruiert. Haut raus, die Beispiele. Genau, ich habe euch vorher instruiert. Ja, richtig. Wow, dass wir das Thema Rassismus bei uns nie thematisiert haben in der Familie. Ich gehe mal davon aus, dass niemand darüber gesprochen hat von uns. Ich meine, wir haben jetzt keinen labilen Eindruck gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass unsere Eltern, Mama und Papa, einfach gesehen haben, dass wir nicht wirklich damit Probleme haben. Auch wenn sie bestimmt wussten, dass wir das bestimmt im Alltag haben. Aber ab einem gewissen Alter spricht man so unter Freunden oder mit meinen Freunden. Warte mal. Stopp. Hat er jetzt gemeint, wir hatten nicht wirklich Probleme, auch wenn wir doch Probleme hatten? Oder die Eltern hatten den Eindruck, wir hätten keine Probleme? Okay. Wir geben es ihm mal so. Wahrscheinlich hat er das gemeint. Die Eltern hatten den Eindruck, sie hätten keine Probleme, obwohl sie die doch haben. Okay, pardon. Ich hatte ihn eher so verstanden, es gab Probleme, aber wir haben Fick drauf gegeben, ehrlich gesagt. Ach, die Eltern? Ja. Ja, okay. Also. Oh, okay. So, was sagt jetzt die Schwester? Moment. Wir das bestimmt im Alltag haben, aber. Ab einem gewissen Alter spricht man so unter Freunden oder mit meinen Freundinnen, haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, was für Erfahrungen man gemacht hat. War so unter uns? Ja, weniger. Ich finde, man wird eher so ein bisschen abgehärtet. Auch. Ja, richtig. Ja, man bildet dann irgendwie so eine Art Schutzschild, würde ich sagen. Und und dann ist man einfach beim nächsten rassistischen Akt oder Vorwurf dann einfach entspannter. Oder man weiß dann quasi damit umzugehen. Und in Deutschland ist es noch nicht so weit. Also Deutschland braucht noch ein bisschen, um, sage ich mal, offener vielleicht zu werden oder sich einfach an Ausländer zu gewöhnen. Noch offener? Wie viel Millionen Ausländer pro Jahr sollen wir denn noch importieren, damit das deiner Meinung nach klappt? Ihr wollt doch einfach nur, dass Deutschland ein großes USA wird. Deutschland soll doch einfach nur eine große USA werden, wo wir kein wirkliches ethnisches Volk mehr haben, sondern einfach nur ein Mischvolk sind, wo alles so halt Hotpot-mäßig zusammengemanscht ist, dass jeder unterschiedlich ist. Aus seiner Sicht jetzt ist die USA auch irgendwie scheiße, ne? Die sind da 13%, also die sind ja immer noch eine Minderheit dort. Stimmt. Und da werden ja Schwarze auch ganz böse rassistisch behandelt, von wegen Polizeigewalt und so.
Ich sehe auch nicht, dass die Schiffen wieder über den Atlantik fahren, um die Prozente zu erhöhen. Demnächst. Nachtschicht in Mainz. Für Jerome besonders unangenehm. Wenn es dunkel ist, ist es immer ein bisschen gefährlich. Wenn ich Pech habe, dann vielleicht jemand kommt. Vielleicht sind wirklich keine Ausländer. Wann gehst du zurück? Warum bist du in Deutschland? Welche Sprache sprichst du? Ja, ist Deutsch. Warte mal. In Mainz? In Mainz? In fucking Mainz? Willst du diese Probleme haben? Also jetzt aus dem Bauch aus würde ich sagen 30% Migration Minimum. Ja, ich google das mal fix. Mainz Migrationsabkommen. 17,9% von allem. Ach, das ist ja tatsächlich wenig. Mainz und was wenig. Ist das jetzt? Ausländer? Ach so, oder Moment, was? Stopp. Einwohner türkischer Herkunft sind 17,9% allein. Krass. Oh, das geht ja schon ab. Ja, so ganz ja schnell dann werden das schon so 30% sein, wenn du alle Gruppen damit einschließt. Also. Ja. Ich weiß nicht, das klingt wieder nach einem sehr Nicht-Problem. Ah, ich habe hier eine Zahl. Bevölkerung nach Migrationshintergrund am 9.05.2011, also schon länger her. Und dann mit Migrationshintergrund in Mainz 24%. Ja, und wird das seit 2011 gesunken oder gestiegen sein? Deutlich gestiegen, deutlich. Ich weiß also ja nicht. Ich würde sagen, 30 ist es wahrscheinlich jetzt mindestens. Ja. Ja, jedenfalls. Der arme Mensch. Er wird jetzt rassistisch überfallen oder was nachts im Bus? Also, nee, wenn überhaupt, dann wirst du einfach so überfallen. Du hattest ja mal so eine kleine Stephen King-Phase. Ich hatte mal wieder meine kleine, sagen wir mal, Piratenphase. Oh Gott. Und im 18. Jahrhundert. Reden wir von Piraten? Nee, richtigen Piraten. Ach so. Im 18. Jahrhundert gab es halt im Mittelmeerraum die Barbarasken-Brüder, nannten die sich. Das waren halt so muslimische Seeräuber. Die hatten mehr oder weniger ganz Nordafrika erobert und sind dann von dort so beutezügemäßig aufgebrochen. Und ja, das waren halt muslimische Seeräuber und die haben halt selber, keinen Fick auf Schwarze gegeben. Das waren für die schon Untermenschen. Ja, ich will damit sagen, also wenn du jetzt hier in Mainz einen großen muslimischen Anteil hast, der wird sich auch auf ihn hier niederprasseln, schlussendlich. Ach so, ja, dass das nicht nur ein deutsches Problem ist, sondern generell, ja. Ja, also auch. Ja, dieses Thema Rassismus es besteht einfach nur aus Einzelbeispielen. Das ist halt das Ärgerliche. Ja. Und Hörensagen und Paulaner. Ja. Es wäre ja schön, wenn es nur Paulanergarten wäre, ne? Ich kann sagen, keine gute Tag. Jerome lässt neuerdings nachts die Tür hinten zu. Der hat eine Glatze. So kann er sehen, wer ein- und aussteigt. Viele Gäste sind genervt. Einer äußert seinen Unmut. Alter Afrika. Okay. Das klang jetzt gar nicht wie gefaked, oder? Also. Ja, überhaupt nicht. Warte mal. Und er lässt hinten die Türen zu? Die müssen alle vorne aussteigen? Warum denn das? Das habe ich ja noch nie gehört. Na, es könnte hinten einer einsteigen. Ach so, alles klar. Ja, okay. Das stimmt. Okay, alles klar. Heute war die harmlos, war nicht so viel. Zum Beispiel die andere Frau, sie war auch sauer, aber sie hat gar nicht das so Antwort gesagt. Aber wenn jemand sagt, Attack Afrika, das ist der Rassismus. Auch Jessica ordnet diese Aussage als rassistisch an. Na, dann ist ja gut. Ich finde das. Alter, was hat denn die hier für, Bücher stehen, ey? Siehst du die noch? Also bei mir ist, ich bin leider schon im nächsten Film. Dann gehen wir mal ein Stück zurück, warte mal. Ja, okay. Ja. Auch Jessica ordnet diese Aussage als rassistisch an. So, siehst du was? Ja. Ja, okay, so, jetzt können wir mal gucken. Say more about that. Was steht da noch? Oh, jetzt muss ich Kopf sehen. Gib mir mal die Hautfarbe. Oh Gott, ey. Decolonizing the body. Scheiße. Out of the was? Da habe ich jetzt was im ich Out of the fire. Ja, okay, lest du mal weiter. Ich habe hier ein bisschen. Dann haben wir Tupokake Ogete Exit Racism. Ja, okay. Das nächste ist, oh Gott, das ist relativ klein. Rassismus, sensible Beratung und Therapie von geflüchteten Menschen.
Junge, innen Unspoken Voice. Oh Gott, was? Hause How Baby. The body is former and restores goodness. Okay. Jetzt wieder den Kopf drehen? Ja. Oh, ICD-10 Klassifikation psychischer Störungen. Da stand bis vor ein paar Jahren übrigens noch Transsexualität drin, aber nur nebenbei. Ach, das ist so. Das, ach du Scheiße. Ja, ja, ja. Overcoming Unintentional Racism, Counseling and Therapy. Okay. Mhm. So Empowerment als Erziehungsaufgabe. Und das hat ja was mit mir zu tun. Wieder ganz werden. Okay, okay. Die ist echt gut dabei, ne? Und aber da hier ganz links posttraumatische Belastungsstörung. Ja, alles klar. Ja, weil irgendeiner mal Neger gesagt hat. Da mache ich schweißgebadet auf nachts. Oh, warte hier. Gefangen in der Gesellschaft. Alltagsrassismus in Deutschland. Ja, yes, wow. Die F-Sekurierer, ein bestimmt 300 Seitenband. Geil. Geil, geil. Ja. Ich finde, das zeigt so gut, einfach nur durch das Wort Afrika, dass da das schon benutzt wird quasi als eine Art Beschimpfung oder Niedermachen. Also das zeigt, finde ich, so ganz tiefe Spuren von Rassismus. Ja, man könnte ja alles sagen, ne? Aber man sagt halt Afrika. Oh, sie macht ja unseren Punkt, dass wir das mit dem Afrika auch nicht gut finden. Sag halt, du bist Kongolese oder sowas, ne? Naja, aber... Sie macht natürlich nicht den Punkt, aber... Nee, weil das ja der andere gesagt hat, der böse Deutsche. Ja. In der Zeit von 1884 bis 1919 besetzte Deutschland als Kolonialmacht Länder in... Alter, jetzt fangen die wirklich damit an, mit dieser Kolonialscheiße. Also wir hatten... Unsere 30 Jahre Kolonialgeschichte, geil. Ja, unsere Kolonien waren ein fucking Witz, 30 Jahre. Wir haben da nie was ernsthaft... Hey, mach mir das Bismarck-Archipel bitte nicht madig, ja? Ja. Jetzt, warte, mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Heißt das, wir müssen jetzt deswegen irgendwie wir müssen Geld Afrikaner zahlen. Aufnehmen und Geld zahlen und überhaupt? Ja. Herrschte dort mit großer Brutalität. Das ist meiner Ansicht nach fast gar nicht aufgearbeitet worden. Bei mir war das so, im Geschichtsunterricht habe ich, kann mich nicht erinnern, da was gehört zu haben von den Kolonien, dass Deutschland Kolonien besessen hat und was da für Grausamkeiten geschehen sind, dass hatten wir im Geschichtsunterricht kaum gestreift. Also die weil Kinder es dieses auch Deutschland gar auch gar nicht mehr gibt. Ja. Und das Deutschland davor auch nicht. Oder danach. Und, ne? Ich wollte nur kurz auf die Kinderbücher zu sprechen kommen. Also die Kinder werden bestimmt überhaupt nicht unverkrampft erzogen. Also diese Kinderbücher, nur schwarze Menschen drin. Also die werden auch schon den ganzen Tag mit diesem Thema Rassismus bombardiert durch die Eltern. Also minimal, und dadurch wird es ja halt so weitergereicht, dieses... Minderwertigkeitsding, dieser Komplex. Ja, diese werden alle rassistisch zu dir sein, werden dich so und so behandeln. Also so mega verkrampft einfach. Mhm. Und immer dieser Fokus oft. Ja, die anderen bringen dir da mal einen bösen Spruch und so. Musst du drüberstehen, pipapo. Also. Denkst du denn, sie kommt aus, keine Ahnung, Deutsch-Südwestafrika? Na, ihr Vater ist Nigerianer. Ja, cool. Hat man nicht als Kolonie. Soweit ich weiß. Nicht. Nigeria? War das nicht eine Kolonie von Deutschland? Nee. Also jetzt kann ich mich hier schön in den Nessel setzen, aber das ist doch bestimmt, warte mal, französisch. Oder Englisch. Ich glaube, ja. Ich glaube doch französisch, ja. Britische Kolonie. Ach doch, britisch, verdammt. Okay, hast recht. Auf jeden Fall nicht Deutschland. Tja. Deswegen ist es Jessica und Peter sehr wichtig, ihre Kinder schon von klein auf über Rassismus aufzuklären. Ja, recht, ich habe gar nicht auf diese Kinderbücher geachtet. Ja, das ist ja richtig schlimm. Guck mal, wie das siehst du das in dem Frame? Steck mal in meine Haut, heißt das Kinderbuch. Nee, da bin ich jetzt gerade nicht, aber ich bin gerade bei dieser, keine Ahnung, was ist das hier, Juristerei, okay. Schwarzen oder gut. Sowas. Ja. Gut, dann mach noch mal weiter ein bisschen und mach dann mal Pause, wenn du das Titelbild siehst. Okay. Wenn du selbst rassist. Ah, jetzt, ja. Ja. Steck mal in meine Haut. Ja, wow. Man könnte fast meinen, da hätte sich eine gewisse Industrie aufgebaut um diese ganze Scheiße. Unbedingt. Vielleicht hat die da sogar mitgeschrieben. Okay, ja, mal sehen, was die da jetzt vorliest. Moment, ich mach mal kurz zurück. Über Rassismus aufzuklären. Wenn du selbst Rassismus erlebst oder wenn du siehst, wie jemand anders rassistisch behandelt wird, dann macht sich vielleicht ein unangenehmes Gefühl in deinem Bauch breit. Wollen wir das mal kurz vorlesen? Ja, ich sehe es jetzt halt leider nur im Bild. Moment, ich mache mal kurz zurück. So, jetzt sehe ich was. Siehst du auch was? Ja, da ist die Hand ein bisschen nach vorne, ist egal. Stopp. Warte, Moment. So sollte es passen. Ja, stopp. Nicht weitermachen. Ja. So, jetzt ist perfekt, sagst du. Gut. So, ich bin ein Bücherwurm.
Und der Typ hat eine Kippa auf, oder? Ich bin weiß. Ich glaube, er ist Muslim, ja. Er ist Muslim, oder? Er hat doch diese muslimische Kappe auf. Ach so, stimmt, stimmt, okay. Daneben, ich bin Muslima, sagt ein blondes Mädchen. Ohne Kopftuch, logisch. Dann links haben wir, ich bin Vegetarier, sagt das schwarze Mädchen. Ah, ich muss hier, ja, liest du mal weiter. Ich habe hier bin bei 7 Jahre alt. Was in der Mitte? Ich bin schwarz. Ah, jetzt sehe ich alles. Ich bin kein Junge und auch kein Mädchen. Alter! Alter! Alter, diese Kinder werden so gefickt. Die werden ideologisch so gefickt. Ja. Ich bin nur ideologisch. Das soll jetzt kein Vorwurf sein in irgendeiner Richtung. So, ja, ich verstehe die Frage nicht, sagt der Würfel. Wow. Ich bin Fußballer. Warte mal, aber das finde ich ist die richtige Antwort. Also, was bist du? Ja, ich verstehe die Frage nicht. Also, ne, dieses, hey, ich bin dies, ich bin das. Also, die haben ja diesen, Ansatz, diese ganzen Spannungen irgendwie zu überbrücken, aber in ihrem scheiß Buch tun sie genau das wieder hervorheben. Geile Scheiße. Da kann ich tatsächlich nicht mitgehen. Inwiefern? Weil, naja, weil Identität ist ja, finde ich, ein mega wichtiges Ding. Also, ja, aber aus ihrer Sicht sind wir doch alle gleich und wir tanzen um den Regenbogen oder sowas. Ja, und was sie hier machen ist, ich betone die Unterschiede. Also. Genau, und das ist das Problem, dass das eben tatsächlich nicht so ist, dass wir alle gleich sind, sondern Identität ist halt so wichtig, dass genau deswegen wir uns darüber wunderbar gegenseitig voneinander unterscheiden können. Ja, und das führt halt zu Spannungen, logisch. So, wir machen mal weiter. Dann darunter haben wir, ich bin ein Kind of Color. Ein Kind of Color! Wer kennt es nicht, diese Antwort, oder? Ein Kind of Color, was ist los? Ich bin chinesisch-deutsch, ich bin Jude. Ich bin aus Leipzig und du. Ich bin Romney. Ja, gut, dann haben wir alles. Oh, dieses Buch. Ey, ich bin Matt. Ich überlege gerade, was wäre eine Antwort, die mir im Alltag begegnen würde? Wenn du gefragt wirst, was du bist, dann würdest du sagen, ich bin... Also wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, ich bin chinesisch-deutsch, könnte ich mir vorstellen. Ach so, also so realistisch, weißt du? Ja, Und vielleicht, ich bin aus Leipzig tatsächlich. Ja. Das andere, nee, come on. Also, nicht als Kind. Also gut, ich bin 7 Jahre alt, okay, ja, okay. Ich bin ein Kind of Color, hättest du nicht gesagt? Oder ich bin kein Junge und auch kein Mädchen. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, Podcast ist vorbei. Nee, die beste Antwort ist eigentlich, ich bin Romney. Also sagst halt deinen Namen als 7-jähriges Kind. Also, ja. Doch wenn du Rassismus erlebst, ist das nicht deine Schuld. Du hast gar nichts falsch gemacht. Also wenn die Kinder mal in die Pubertät kommen, das wird eine harte Zeit für die, oder? Wenn die so richtig... drauf scheißen, was die Eltern sagen. Und dann irgendwie, keine Ahnung, jetzt hier siehe letzte Aufnahme hier, irgendwelche Hitler-Memes dann posten. Das wird echt schade für die. Ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Wir werden schon irgendwo so in dem ideologischen Korridor landen, vermute ich. Hm. Traurig. Ich denke, bei Rassismuserfahrung neigt man oft auch dazu, die einfach zu übersehen oder die nicht wahrhaben zu wollen, die zu überhören, zu übersehen, zu überfühlen. Und deswegen finde ich das so wichtig, das von früh auf zu lernen, damit Umgang zu finden. Es geht ja auch nicht nur um so sich wehren können oder Opfer sein, sondern auch um ja nicht Täter zu werden oder um Zivilcourage zu zeigen, die richtige Stellung zu beziehen, sich einzumischen, wenn es notwendig ist. So nichts sagen. Auch Jerome erlebt immer wieder, dass es noch wenig Verständnis für Rassismus gibt. Bei seinem Freund Jean und dessen Frau Charlotte kann er sich öffnen. Als Profi-Tennislehrer genießt Jean viel Anerkennung bei den weißen Deutschen. Den weißen Deutschen, das muss er richtig betonen jetzt. Ja. Es ist so ein Witz, dieser Roboter, das ist unfassbar. Doch auf der Straße ist es anders. Manchmal in dem Bus oder auf der Straße jemand spuckst du dir oder sagt, oh du Schwarz, was machst du hier? Ist nicht dein Land oder warum bist du hier gekommen? Gibt nicht zu essen bei euch oder zu leben, weißt du? Was ich habe im Fernsehen geguckt, ist nur wegen Malaria, Sida, AIDS, Gewalt, dass die Afrikaner sind ganz unten. Das Afrikaner hat kein Niveau. Ich bin unterwegs. Ja, warum seid ihr denn gekommen? Jetzt mal ganz im Ernst, warum seid ihr denn gekommen? Seid ihr nicht irgendwie aus dem Fluchtthema gekommen? Also irgendwie Asyl oder sonst was? Oder seid ihr wirklich Bildungseinwanderer? Also als Busfahrer, ich würde es ein bisschen bezweifeln.
Sorry, Bro. Na, sein Punkt war doch gerade, dass da unten alles scheiße ist, gerade wegen Malaria und dies, das, tralala. Ja, ja, ja. Aber A, nicht unser Problem. Und B, es wird ja nicht besser, wenn du da weggehst. Also wenn du jetzt wirklich ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft hier bist, wie wertvoll wärst du da unten erst? Also. Gut, ja, ich musste so sagen, ich hatte wahrscheinlich den Eindruck jetzt, dass er das so oft zählt, als wäre das nicht so. Also, weißt du, dass der Eindruck der Deutschen wäre, ja, da unten ist Malaria und so. Achso, dann können wir vielleicht nochmal zurückgehen. Vielleicht habe ich das falsch verstanden. Zurück. Ja, nee, ist ja auch möglich, dass ich es falsch verstanden habe. Moment, so. Eight. Gewalt. Moment. Ein Stück hier. Okay. Jetzt zu leben, weißt du? Weil sie haben im Fernsehen geguckt, ist nur wegen Malaria, Sida, AIDS. Er sagt, glaube ich, weil sie haben im Fernsehen geguckt, ist wegen Malaria. Ach so, okay. AIDS, Gewalt, dass die Afrikaner sind ganz unten. Ja, wissen, dass die Afrikaner halt ein Scheißland sind, so. Das sagt er uns jetzt. Also Afrika ist wahrscheinlich doch toll. Und da frage ich mich, warum Afrika ist aber ein großes Scheißland, okay. Wenn Afrika so toll ist. Also, wenn es doch gut ist, warum bist du dann zu uns gekommen? Und dann hoffentlich doch ne, mit dem Thema Asyl. Ja. Weil, er will uns Wakanda so bringen. Dann brauchst du doch nicht gehen. Afghanistan hat kein Niveau. Ich bin unterwegs, die Leute, ich werde Bus. Es gibt Leute, sie wollen keine Ausländer, sie mögen keine Ausländer. Das ist klar, das ist wahr, die mögen keine Ausländer. Das ist hart, weil es Rassismus. Aber Rassismus gegen Ausländer? Was können wir machen? Wir können nicht ändern. Ich hätte halt von dem Chef, von der Chefin von so einem Unternehmen immer erwartet, dass die aktiv sozusagen mit diesem Thema umgehen. Ne? Und von der Belegschaft, von den Fahrern, dass das einfordern. Das ist so eine richtige Lieselotte. Warum macht der Chef da nichts? Das ist doch unerhört. Die Information, wie ist es denn? Wie geht es euch im Bus? Was passiert da? Was können wir machen? Was müssen wir machen? Worum müssen wir uns kümmern? Also die will sinngemäß so ein Rassismus-Koordinator, der in jeder Buslinie mitfährt. Ja. Und so, ja. War das jetzt für Sie rassistisch, was der Herr da gesagt hat? Weil wenn ja das, wenn das war, dann hole ich jetzt mein Pfefferspray raus und vor allem, das ist für mich so ein bisschen wie, was wir im ersten Teil schon gesagt haben. Also wenn jetzt ein Typ reinkommt und der will dich dumm belappen als Busfahrer, dann belappt er dich halt dumm. Und dann sagt er entweder, du bist fett oder halt, wenn du schwarz bist, dann nimmt er sich bei dir die Eigenschaft schwarz raus oder irgendwas. Also ja. Ich bin ja nicht so Fan von, dass man das so per se mit dem Thema Rassismus verquickt. Also dumme Menschen labern dumme Scheiße. Wow. Ja. Nachts ist die Straße besonders unangenehm für schwarze Menschen. Sie fürchten gewalttätige... Eine Aussage, ey. Aber sie fürchten gewalttätige Angriffe. Als würde die Straße selber irgendwelche Ziegelsteine schmeißen. Ja. als wäre nachts hier so The Purge-mäßig. Ja. Guck mal, da ist ein Schwarzer! Da läuft ein Neger mit der Fackel rum, wie ein berühmter linker Streamer aus den Niederlanden. Vor allem in fucking Berlin. Aus Irland, ja. Gesagt hat, ja. Achso, ja. Genau, der Typ aus Irland. Angriffe. Oder sie werden selbst als Bedrohung wahrgenommen. Wenn ich nach Hause gelaufen bin im Dunkeln, war das oft so, dass die Leute die Straße gewechselt haben. Man hat es ja auch meistens aus den Filmen, dass man als Dunkelhäutiger der Aggressor ist, dass man derjenige ist, der aggressiv werden kann, wo man Gewalt fürchten muss, der dann vielleicht irgendwie ein Messer oder eine Knarre ziehen könnte. Und das kommt jetzt ganz unbegründet daher. Weißt du, oder weißt du, was eine Kriminalstatistik ist und wie sie funktioniert? Kleiner Funfact, also in der Zeit, wo wir aufgewachsen sind, da ist der Schwarze immer zuerst gestorben tatsächlich. Also, im Film meinst du jetzt? Ja, weil er dieses Filmbeispiel aufgezogen hat. No? Ja, das stimmt. Cedric und Jenny verbringen lieber Zeit zu Hause, denn in der Öffentlichkeit geraten sie immer wieder in unangenehme Situationen. In fucking Berlin. Fucking Berlin. Ja, nochmal, wohlgemerkt, das sind die Leute, die nicht nach Dresden können angeblich, weil sie schwarz sind. Also ich rieche hier sowas von Paulanergarten.
Du kommst gerade zur Bushaltestelle und da ist dann vielleicht eine etwas ältere weiße Frau, dass sie dann ihre Tasche näher an sich ranzieht und mir das Gefühl gibt, dass sie aufpassen muss auf ihre Tasche, auf ihre Wertsachen, nur weil ich dann in die Nähe gekommen bin, obwohl da auch andere Gäste waren, wo sie das vorher noch nicht gemacht hat. Oder dann... Also es tut mir leid, Junge, aber du verlangst hier die ganze Zeit, dass wir so empathisch sind mit deinem Problem, hast aber keine Empathie mit der alten Dame. In ihrer Scheißtasche ist ihr ganzes Hab und Gut sinngemäß und wenn es weg ist, dann ist es weg und sie ist gefickt. Zumal... Und wer klaut häufiger? Richtig, deswegen habe ich vorhin das Thema Kriminalstatistik angesprochen. Ich meine, die Frau würde das ja nicht machen, wenn jetzt von Schwarzen irgendwie signifikant weniger Gefahr ausgehen würde, weißt du? Also jetzt zum Beispiel, ganz ehrlich, bei einem asiatischen Typen würdest du das wahrscheinlich nicht machen. Richtig, also es hat ja Gründe, dass die schwarze Frau, die weiße Frau, wenn die einen schwarzen Mann sieht, dass er nachts gerade, die ist alleine, dass da irgendwas bei der im Kopf angeht. Ich habe da mal was gelesen oder was gehört von dem und dem Fall. Das hat die sich ja nicht einfach so ausgedacht, weil der halt die Hautfarbe schwarz hat, sondern weil halt schwarze Menschen in Deutschland öfter mal irgendwas gemacht haben in der Richtung. Ja, und Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also, die könnte natürlich übelst blauäugig rangehen und dann tut sie an einen schwarzen Genossen da geraten, der halt eben doch kriminell ist und dann ist die Handtasche futsch und dann hat sie einen riesen Schaden. Ja, geil. Ja, und ich finde gut, dass du hier das Thema Empathie, also das Wort benutzt, weil, ja, das fehlt mir auch bei ihm. Also, die Empathie in Richtung der Deutschen wird immer nur an sich gedacht. Oh, die essen alle so gemein zu mir, pipapo. Ich meine, gerade an der Stelle, dieses Beispiel mit der alten Frau, da könnte man doch wirklich mal empathisch sein und sagen, ja, ich kann es so irgendwo verstehen. Mhm. Und woher soll sie es denn kennen, ne? Sie hat es doch nicht anders gelernt, könnte man auch noch sagen, ne? Ja, gerade die alte Frau, die hat es ja ihr Leben lang diese Form der extremen Migration nicht gehabt in ihrem Leben. Ja. So, weiter. Es vorher noch nicht gemacht hat. Oder dann demonstrativ die Tasche sogar rüberwechselt, ja? Ich komme von der linken Seite, ich stehe links neben ihr und dann demonstrativ ihre Tasche rüberbringt. Cedric ist meist mit dem Auto unterwegs. So fühlt er sich geschützter vor der Außenwelt. Ich fahre. Geschützter vor der Außenwelt? Also, das hat, wie gesagt, das hat wirklich was Krankes. Das hat was Pathologisches bei diesen Menschen. Ja. Also, vor allem, sie verlassen ihre Wohnung häufig nicht. Das hat schon was für mich und wegen Richtung Agoraphobie. Also, dass du dein Haus nicht verlässt, weil du irgendwie Angst hast vor der Außenwelt. Also, vor allem in Berlin. Wir reden von fucking Berlin. Und die wollen angeblich nicht nach Dresden, weil die dort rassistisch beleidigt werden würden. Das müsst ihr doch selber einsehen, liebes ZDF, dass das Lügen sind. Oder Wangespinste, Hirngespinste. Also wenn man das zu Ende denkt, könnte man so meinen, er steigt aus dem Auto aus und schon klacken die Fußschellen und dann geht's auf die Plantage. Also es ja, ist genau. So absurd hier. Oh, guck mal, ein Arbeiter, der ist entlaufen! Das ist jetzt meiner. Viel lieber mit dem Auto, weil die U-Bahn oder die öffentlichen Verkehrsmittel, die ich genommen habe, S-Bahn oder Bus oder U-Bahn, relativ, also jetzt mittelvoll war und ich dann alleine an einem Vierersitz saß, ist mir das relativ oft passiert, dass sich Leute nicht zu mir gesetzt haben, aber zu anderen Personen, die halt weiß waren. In fucking Berlin in der U-Bahn, alles klar. Ja, aber auch da, das ist wieder dieses Thema Empathie. Also ich meine, die fühlen sich halt vielleicht bei weißen Leuten sicherer. Und das ist halt dieses Thema Identität, gleich und gleich gesellt sich gern. Wir haben es alles schon besprochen. Ich meine, die Menschen sind so wie Sinn. Du kannst nicht die menschliche Natur ändern. Da könnt ihr noch 1000 Beiträge drüber machen. Die menschliche Natur ist so, wie sie ist. Und deswegen sind diese ganzen Themen wie, ja, wir sind alle gleich, Vielfalt ist unsere Stärke, das sind alles Lügenkonstrukte. Das wird immer zwischen uns stehen. Du kannst sie ändern, aber das ist halt wirklich so ein Mehrgenerationenprojekt. Ne? Ich denke, nee, also wenn du die Oma hast, die dieses Vorurteil hat, der könnte mich beklauen, so, ne? Was wir gerade hatten hier mit der Handtasche. Ja. Dann kannst du das halt nur ändern, indem du drüber stehst und mit gutem Beispiel vorangehst. Und ja, wenn das wirklich alle machen, über einen langen Zeitraum, dann kannst du dieses Klischee abbauen. Ja, und peu à peu wegmachen. Aber es macht halt keiner. Also, wie du sagst, was ist eine Kriminalstatistik, ne? Da würde ich sogar in Teilen widersprechen, aber. Findest du? Naja, weil das Thema Identität, das ist halt nun mal ein krasses Ding. Also. So ganz ja, aber du könntest halt Klischees abbauen, so wie da, also. Das stimmt, ne? So wie zum Beispiel bei den Asiaten, was wir vorhin so angesprochen haben. Also wenn jetzt Schwarze über, keine Ahnung, sagen wir mal 30 Jahre
überhaupt nicht mehr klauen täten, ne? Was illusorisch ist, weil aus irgendwelchen Beweggründen macht das halt irgendjemand, ne? Aber angenommen, ja, die machen es nicht, dann würde sich dieses Klischee überleben. Meiner Meinung nach. Und dann würde halt die alte Frau sagen, oder nicht mehr so reagieren zumindest. Ne? Das verstehe ich schon. Aber worum es mir ging ist, Die Abgrenzung, da wahrscheinlich, ne? Genau. Ich habe das noch ein bisschen abstrakter jetzt betrachtet, so um das Thema, wir sind alle gleich, so dieser Melting Pot und so. Und das sehe ich halt tatsächlich nicht, weil das Thema Ethnie ist nun mal so wichtig im Menschen, so angelegt, so zentral, dass es irgendwo immer zu einer Abgrenzung führen wird. Also, ja, was heißt bin zu ich, einer bin Unterscheidung? Ich meine, sie fahren doch hier selber die Abgrenzung. Guck dir seinen Freundeskreis an. Ja, unbedingt. Ja. Ist halt schon schade, ne, dass man dann trotzdem noch einem gewissen Stereotyp entspricht, aufgrund der Hautfarbe, obwohl man eine gewisse Bildung genossen hat, obwohl man eigentlich einen relativ guten Job hat, auch ganz gut verdient, ist es dann schon traurig, dass man aufgrund seiner Hautfarbe dann halt immer noch in gewissen Schubladen gesteckt wird. Wolltest du was sagen? Oh, ja, Klassiker. Er hat jetzt auch wieder nichts Konkretes, ne? Es war nur so, da wird meine Schubladen gesteckt. Ne? Ja, und er hat auch einen guten Job und alles. Also freu dich doch, dann kann doch Deutschland gar nicht so rassistisch sein. Mich regt auf, dass diese Scheiße jetzt hier noch 3 Minuten geht. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Vorurteile und Stereotype verletzen die Würde schwarzer Menschen, unabhängig davon, welche Bildung sie haben und wie erfolgreich sie sind. Immer wieder bei der Würde. Die Würde. Oh, nein. Also keiner mit 3 Gehirnzellen in Deutschland, der Rechtsanwalt ist, kann den Begriff Würde wirklich definieren. Und jetzt müssen wir dieses Sturmgeschütz hier aufhauen. Es ist triggert mich hart. In seiner Firma macht Cedric gute Erfahrungen. Dort arbeitet er als Senior Customer Success Partner. In der Firma achtet man nicht nur darauf, dass auch hohe Positionen international besetzt werden. Es gibt auch eine Inklusionsbeauftragte, die unter anderem dafür sorgt, dass Rassismus als schweres Vergehen geahndet wird. Natürlich gibt es die. Aha. Könnte das vielleicht mal so nebenbei, könnte das vielleicht auch bei der Einstellung ein Thema gewesen sein? Und das, so, kriegst du gerade dieses Bild am Rechner da? Ich bin schon einen Frame weiter. Ich gehe nochmal zurück. Rassismus als schweres Vergehen geahndet wird. Warte. Wir haben klar. Jetzt bin ich zu weit. Da stand irgendwas auf jeden Fall mit Executive Summary. Achso, ich wollte einen Text lesen. Ja, was war denn mit dem Bild? Naja, schön, der Rollstuhlfahrer im Vordergrund und so. Ach oh Gott, alles klar. Die Checkboxen wieder. Was ich jetzt oft gemacht habe, es war ein bisschen eine dumme Frage, weil ich meine, der Typ, der wirkt schon eigentlich ganz klug, aber mir ging es jetzt so um das Thema Quoten. Ich habe jetzt so mal provokant gefragt, kann das vielleicht sein, dass er den Job bekommen hat, weil er schwarz ist oder so. Um das hier nur mal nebenbei, diesen Schauplatz aufzumachen. Genau zu solchen dummen Fragen führen dann nämlich letztlich Quoten. Also wenn du jetzt sagst zum Beispiel, wir tun bei gleicher Qualifikation mehr Schwarze einstellen oder so. Dann ist immer dieser anrüchige Geruch von, er hat die Stelle ja bloß, weil er schwarz ist, ne, klar. Genau. Nicht, weil er die bessere Qualifikation hat. Deswegen sind Quoten, finde ich, grundsätzlich abzulehnen. Ja. So, was hat uns jetzt hier die gute Inklusionsbeauftragte zu sagen? Wir haben klare Antidiskriminierungsrichtlinien und zeigen damit wirklich klare Kante gegen Rassismus. Und sobald die Mitarbeitenden das Gefühl haben, dass ein rassistischer Vorfall ihnen passiert ist, gibt es immer die Möglichkeit, sich anonym auch bei uns im Personal zu melden oder natürlich mit vollem Namen. Und wenn gegen das ist so eine Schwachsinnsstelle. Also, wenn irgendwie mal eine wirtschaftliche Krise ist, dann würde ich so eine Stelle sofort als erstes streichen. Also der Firma würde ich nie einführen. Muss es scheinbar gut gehen, dass sie so ein Bullshit. Ich glaube, das ist SAP, haben. Also denen geht es sehr gut. Ist SAP? Ja, das ist richtiger Klobo-Homo-Verein. Ja, na, denen geht es sehr gut. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Und wenn gegen diese verstoßen wird, gibt es auch klare Konsequenzen. Viele ArbeitnehmerInnen mit Migrationshintergrund sind... dieses Gender ist ich mehr. Ich hasse sie die Beste. Rassismus ausgesetzt. Dabei ist es gerade die Vielfalt unserer Gesellschaft, die Wirtschaft in Deutschland am Laufen hält. Ja, das stellen wir einfach mal so in den Raum. Ne? Nein, tut es nicht. Zeig mir Statistiken, ich zweifle die alle an. Bullshit. Vielfalt tut nicht die Wirtschaft stärken, sondern uns extrem ströpfen. Schau doch mal einfach, wie viel Bürgergeld beziehen in Deutschland gemessen, also wie viel nicht deutsche Bürgergeld beziehen. Das ist einfach völlig krank. Das brauche ich hier nur mal ganz schnell googeln. So, nicht deutsch, Bürgergeld, bum, bum, bum.
War das nicht 50% oder so? Ja, ich glaube, 48% oder 42, sowas war es. Ausländer, Bürgergeld, Anteil. So, ja, du kannst währenddessen weiterlabern. Ja, der Punkt ist doch auch, also wenn wirklich diese Ausländer hier die Wirtschaft sozusagen am Laufen halten würden, warum brauchen wir jedes Jahr 400.000 mehr davon? Wenn es jetzt schon so laufen täte. Ja. Blödsinn. Nee, das ist alles so kurz gedacht hier, das ist unfassbar. In der ganzen Stadt, die meisten Busfahrer sind Ausländer. Weil die Deutschen wollen das nicht machen. Und wir Ausländer, besonders Afrikaner, wir sind hier, wir wollen arbeiten, also wir machen das gerne. Aber viele Leute sind mehr und mehr aggressiv. Es ist ein bisschen schwer, aber das Leben und Leben müssen wir immer kämpfen und immer vorne gucken. Ich muss auch sagen, ich mag das immer gar nicht so, da muss ich jetzt hier mal einhaken, so diesen Satz, die Deutschen wollen das nicht machen, so. Also das klingt so, als wären wir Deutschen ein faules Volk und das Gegenteil ist der Fall. Also ich meine, die Arbeitslosenquoten unter den Deutschen sind ja viel geringer als unter anderen Bevölkerungsgruppen. Das Ding ist, dass wir Deutsche höher qualifiziert sind im Schnitt und uns dann logischerweise aussuchen können, welche Jobs wir machen. Also wir wollen arbeiten, ja, aber vielleicht nicht alle. Und Busfahrer zum Beispiel ist halt eben nicht ganz oben auf der Liste der besten Jobs, wegen der Bezahlung, wegen den Schichten, wegen allem. Ja, ja. Also weil, das mir ging es ja jetzt nur so um dieses Thema. Ist ja auch tatsächlich so ein klassisch linker Punkt tatsächlich, dass du die hiesigen Arbeiter gegen irgendwelche vom Ausland rangekarrten Arbeiter ausspielst. Ne? Dass du jetzt ja so, dass du die Busfahrer halt hast, die sagen, naja, also ich würde das schon machen wollen, aber ich, jetzt wenn wir mal schön runde Zahlen, ich mache 20 Euro die Stunde, dann mache ich das. Ne? Und dann holst du irgendwelche Leute rein, die sagen, ja, ich mache das für Mindestlohn plus ein Euro oder sowas. Ne? Richtig, zumal diese Leute halt so gering qualifiziert sind, dass die jetzt gar nicht die Wahl haben, irgendwie bessere Jobs zu machen, weißt du? Richtig, sie müssen halt einfachen, ja. In solchen einfachen Sektoren arbeiten und die drücken dann schön den Lohn. Also auch da wieder, der linken Argumentation ist da nicht zu folgen, dass irgendwie das die Wirtschaft stärken würde und Arbeitsplätze förderlich wäre. Also das ist für die Lohnentwicklung extrem schlecht, wenn du halt hier immer Leute dazu holst. Das ist einfach Lohndumping. Deswegen wollen ja auch die ganzen Firmen die Zuwanderung ohne Ende. Weil die profitieren am Ende davon. Ja. Und mal vorne gucken. Cedric fühlt sich in seiner Firma sehr gut aufgehoben. Doch die Wahlprognosen machen ihm Angst. Er macht sich Sorgen, gerade auch um die Zukunft seines Sohnes. Jetzt kommt hier noch Björn Höcke oder was so auf den letzten Metern oder was. Wie wird es sein, wenn eine rechte Partei an der Macht ist? Wird er sich jetzt mehr Anfeindungen entgegenstellen? Eine rechte Partei, also wenn die CDU an der Macht ist, dann setzt ihr auch in den Flieger. Müssen als Leute. Die ich jetzt sowieso schon habe. Wie wird mit ihm umgegangen? Wird er dann noch mehr eingeschränkt? Ja? Wird es dann auch noch mehr rassistische Erfahrungen geben, weil die Leute sich dann mehr trauen? Ja? Ich glaube, die meisten Menschen würden sich auch nicht als rassistisch bezeichnen. Es ist eigentlich kaum möglich, nicht rassistisch hier aufzuwachsen. Selbst wenn ich betroffen bin, kann ich nicht davon ausgehen, dass ich nicht rassistisch bin, weil ich bin ganz, ganz unterschwellig mit Regeln aufgewachsen, die immer wieder diese Machtstrukturen replizieren. Das ist ein kollektives Problem, das wir als Gesellschaft tragen, aber wir müssen uns das erstmal eingestehen. Zusammengefasst, ich hasse Deutschland und ich hasse die Deutschen. Das hat ihr doch hier gerade gesagt. Also ja, und es gibt halt strukturellen Rassismus. Also es gibt, selbst wenn es jetzt keinen individuellen Rassismus mehr gibt, weil die 90er sind vorbei, wenn man genau hinschaut, ist es strukturell. Und ja, da muss man Deutschland abschaffen. Und siehst du gerade das Bild, was ich sehe auf der Straße? Mit den Leuten hier? Ja, ich sehe diese drei jugendlichen Türken, genau, sagen wir mal. Genau. Und nochmal, hier in Berlin, in dieser Szenerie, heult die so rum im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir Deutsche wären so krass rassistisch. Wie viel Migration willst du noch? Du heulst doch immer rum darüber. Das kann ich dir versichern. Das wirst du immer machen, selbst wenn wir 90% vermischt sind. Ja, es ist immer dieselbe Leier vor allen Dingen, ne? Es ist immer dieselbe Leier. Es war diese ganze Reportage, das war genauso wie diese Reportage, die wir schon mal gesehen haben mit den Kanuten.
also die ich mal angesprochen habe am Anfang der ersten Folge. Hier kamen keine sinnvollen Beispiele und die Beispiele, die kamen, waren alles so Paulanergarten, persönliche Geschichten. Das ist halt wie gesagt, als wenn ich jetzt eine Doku machen würde darüber, dass ich mal dumme Sprüche gehört habe, weil ich klein bin zum Beispiel oder so. Also, es scheint ja, mache ich doch keine Doku drüber, meine Fresse. Es scheint ja schon fast so ein Drehbuch zu folgen, die ganze Chose, weil so ein bisschen verfolge ich ja auch Amerika und da ist es ja ähnlich. Diese ganze Rassismus dies, Rassismus das, es gibt die bösen Weißen und so. Ja, ja. Es ist wirklich wie so ein scheiß Drehbuch und es schwappt jedes Mal rüber mit einer gewissen Zeitversetzung. Mal gucken, was der nächste heiße Scheiß aus Amiland wird. Ja, das kommt alles zu uns. Naja. Aber wir haben es aber gar nicht geschafft, ja, oder? Es fehlen noch ein paar Sekunden, oder? Ja, komm, okay, die ballern wir jetzt noch. Die ganz wichtigen. Ah, nee, okay, Abspann. Ah, okay. Ja, gut. Gut, wir haben es geschafft. Ich meine, positiv muss ich hier vermerken, es sind nicht viele Leute an dieser Produktion beteiligt gewesen. Das also stimmt, keine, aber die war auch nicht gut. Ja gut, es ist kein Gütesiegel. Aber es wurden wahrscheinlich wenig Gelder verschwendet, das kann man schon sagen. Wobei, ja komm, selbst die wenigen Leute, die schaffen das schon, sich schön gut abzugreifen. Irgendwie also du meinst weniger, aber mehr für die, okay. Ja, na sicher, weil die machen ja dann viel krasser, wichtigere Arbeit. Haben viel mehr Verantwortung, kriegen dann krassere Gehälter. Ja. Ach, schreibt uns mal, wie ihr das fandet oder ob ihr schon Rassismuserfahrungen in Deutschland erlebt habt. Ja. Und ob ihr, ganz wichtig, ob ihr Negerkuss noch sagt. Und ob ihr als Schwarzer schon mal Dresden besucht habt und wie eure Flucht dann verlaufen ist. Ja. Was geil. Für eine Clownswelt. Ja. Na gut, liebe Leute. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.